It's all about humanity. Hey Freunde, willkommen zum nächsten Unboxing, ist ja kein Test. Wir haben hier das nächste Paket der Nachschlagkiste von der Feuerwerksvitrine. Und zwar handelt es sich hier um die Feuerwerksvitrine bunte Kiste Batterienachschlag 2020 Nummer 2. Große Batteriemischung mit Exoten. Gekostet hat die Kiste jetzt 45 Euro. 44,99. Und die erste Kiste haben wir schon ausgepackt, wer sie verpasst hat. Ich verlinke sie mal hier irgendwo als i. Ne? Und also wenn ich dran denke, ne? Wenn nicht, müsste mal stören. So. Und dann schauen wir mal. Also hier sollen ja Exoten drin sein. Bin ich mal gespannt. Da kommt mir schon mal eine entgegen, die war auch in der anderen Kiste drin, und zwar der Schnüffelhase. 100 Schuss von Leslie. Hier haben wir eine exotische, sag ich jetzt mal, von ARS. Ist das noch eine andere Marke irgendwie? Nee, ARS Pyrotechniker. Need the San Juan, keine Ahnung, sagt mir überhaupt nichts. Weiß nicht, ob das jetzt eine Batterie ist oder 10 Metros. Ich denke mal eher, das ist eine Fontäne oder sowas. Wir werden mal sehen. Sagt mir nichts, also eine neue Batterie. Dann haben wir hier eine, die sieht fast genauso aus. Das ist die Angiami. Sorry, also wenn ich hier irgendwas falsch ausspreche, also nimmt es mir nicht übel, ist die auch von APS. Die ist von CI4. Ich denke mal, Leuchtkugeln, eine kleine Süße mit 49 Schuss, oder? Ja, steht jetzt hier nicht drauf. Werden schon 49 sind, denke ich mal. Wie hieß die nochmal? Angiami. Ach, ist ja auch egal. Hier haben wir noch eine schöne bunte, das ist die Delirium. Ja, das kann ich noch aussprechen. Von wem ist die? Auch von CL4, hat 32,6 Gramm, also nicht so viel. Also kann ich dazu jetzt erstmal nichts so sagen. Jetzt haben wir hier noch den bösen König von Leslie. Ja, genau. Und dann haben wir jetzt hier noch den bösen König von Leslie. Ja, ich denke mal, den kennt schon fast jeder. Dann haben wir hier eine, die ist auch in den anderen drin gewesen, und zwar das Zuckerpüppchen. Ja, Zuckerpüppchen. Ne? Nehmen wir mal die große hier raus. Das ist die Pyro Constrictor von Leslie in der Pyromult-Serie. Habe ich so noch nicht gesehen. Sagt mir jetzt so auch gar nichts. 300 Gramm NEM. Ja, also Batterie, ne? So, dann haben wir hier noch eine, die habe ich auch noch nicht gesehen. Und zwar ist das die Goldstrike von Fox. Fox war ja damals Pyroart oder ja, generell. War ja eine Marke sozusagen, und die Goldstrike sagt mir jetzt gar nichts. Ja, ich denke mal goldig. So, dann haben wir hier noch eine Leslie Korsak. Das war, glaube ich, die mit den Pfeifen, war? Ja. Also eine Leslie Korsak, die mit den Pfeifen und den Crackling oben. So, dann haben wir hier noch eine Knallwurst von der Feuerwerksvitrine. Die hatten wir auch zweimal bei dem anderen Paket drin. So, dann haben wir hier noch eine Oasis. Ja, denke ich mal, Oasis, 9 Schuss. Die müsste von Bröckhoff sein, oder? Von Bröckhoff. Eine Oasis von Bröckhoff. Dann haben wir hier wieder so ein Knuffelschatzi. Das war auch in der anderen Batterie, in der anderen Box drin. 50 Schuss halt. Dann haben wir noch zwei Batterien hier drin. So, wir haben einmal die Oxygen von Leslie. Die hatten wir letztes Jahr schon mal so bestellt. Also nichts Besonderes, aber man kann sie kaufen für den Preis. Ne? Also wenn man sie im Angebot bekommt. Und dann haben wir noch eine große Batterie von Fox, 28 mm. Nur 12 Schuss und 200 Gramm steht hier drauf. Wartet, ich guck mal genau nach. Ja, fast 200 Gramm. Die Extreme. Ja. Sagt mir auch nichts. Also Fox ist so total an mir vorbeigegangen.
Und dann baue ich das schnell nochmal auf, dann sehen wir gleich die Übersicht. Und dann suchen wir gleich mal noch die Preise raus und gucken, ob das Paket sich gelohnt hat oder nicht. Also bis gleich. Bis gleich. So, Freunde. Da bin ich wohl. Ach, lass mich mal hinsetzen. Ach. So, ich habe alle Preise rausgesucht. Oh, komm mal rüber hier. Ach, so. Also, mein schlaues Büchlein. So. Also, wir fangen mal an. Wir haben wieder das Zuckerpüppchen mit 2,99. Dann haben wir die Oasis mit 3,99. Übrigens, die Preise sind alle von der Vitrine, außer ich sag was dazu, dann habe ich sie nicht von der Vitrine. 2,99, 3,99. Delirium von CL4 ist drin für 4,99. Dann die Anigami oder wie die heißt, 6,99. Die Knallwurst ist drin mit 5,99. Korsak mit 7,99. Die Nid de Saint Johan von ARS ist eine Fontänenverbundbatterie für ganze 11,99. Also finde ich persönlich ein bisschen teuer. Klar, es ist ein Exot, wie schon die Batterie, wie schon die Box eigentlich ist. Böser König 4,99. Dann haben wir die Oxygen für 9,99. Dann haben wir den Pyro-Konstriktor, den habe ich nur noch auf dem Feuerwerksshop gefunden für 21,50. Dann haben wir den Knuffelschatzi für 4,99. Den Schnuffelhasen für 7,99. Den Goldstrike von Fox haben wir für 9,99 €. Und die Extreme von Fox haben wir gefunden für 11,99. So, und dann kommen wir jetzt zum Gesamtpreis von diesem Paket von 45 Euro für 116,37 €. Ich sag mal so, klar, man spart. Klar, man spart auch so generell, wenn man jetzt das so sieht. Aber, sorry, das ist mir jetzt keine 116 € wert. Also bei dem anderen Paket, okay, hätte ich es noch so, der Duftsprüher, ne? Hätte man das so noch verstanden, aber hier verstehe ich das irgendwie überhaupt nicht. Also klar, also das sind jetzt so drei Batterien, die halt sehr individuell sind von CL4 und von ARS. Ich weiß gerade noch nicht, was das ist. Ich glaube Spanien oder Italien. Natürlich dementsprechend auch ein bisschen hochpreisiger. Ansonsten Leslie-Produkte, Fox-Produkte, die eigentlich im Ausverkauf waren. Also kann man darüber denken, was man möchte. Ich finde, es hat sich trotzdem gelohnt, wenn man mal überlegt, man hat jetzt 45 € bezahlt. Hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, auch wieder 14 Batterien drin. Und ja, für den Preis kann man da, denke ich mal, nichts verkehrt machen. Also Freunde, ich hoffe, dieses Vitrine bunte Kiste hat euch gefallen, Nummer 2. Das war ja Nachschlag Nummer 2. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Macht's gut.